Ein Jahr nach dem ersten Lockdown hat Großbritannien der Todesopfer der Corona-Pandemie gedacht. Schweigeminuten bei den Angestellten im Bahnhof Paddington in London, bei den Mitarbeitern des Gesundheitsdienstes NHS. Auch das britische Unterhaus hielt inne. In einem Tweet spricht Premierminister Boris Johnson den Angehörigen aller Verstorbenen sein Beileid aus. Die letzten 12 Monate hätten uns alle sehr mitgenommen, so Johnson in der Erklärung. Seit den ersten Einschränkungen vom 23. März 2020 ist die Zahl der Corona-Toten in dem Land von anfangs 938 auf mehr als 126.000 gestiegen. Es ist die höchste Rate in Europa. Mehr als 4,3 Millionen Menschen haben sich bislang mit dem Virus infiziert. Doch mittlerweile sind Infektionszahlen und Todesfälle rückläufig. Das ist nach Ansicht von Experten bereits teilweise dem erfolgreichen Impfprogramm zu verdanken. Über 28 Millionen Menschen wurden bereits einmal geimpft. Das ist mehr als die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung. 2,3 Millionen haben bereits ihre zweite Dosis erhalten. Trotz der sich schnell verbreitenden, hoch ansteckenden britischen Corona-Mutation hofft man nun, die Beschränkungen bis Ende Juni schrittweise wieder aufheben zu können.